Nächste Frage hat der Reitschuster. Mit dem Regierungssprecher Herrn Seibert und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Guten Abend. Warum hatte Dänemark einen Freedom Day und hat die ganzen Corona-Maßnahmen abgeschafft bei einer Impfquote, das war im September, die so hoch war, wie sie in etwa in Deutschland heute ist? Müssten wir sie dann nicht bei uns auch abschaffen? Das habe ich auf der Bundespressekonferenz vom Innenministerium wissen wollen. Und ich habe zum wiederholten Mal gefragt, wie es denn mit dem Testen ist im Krankenhaus und auf den Intensivstationen, ob da Geimpfte auch getestet werden, weil davon hängt die ganze Statistik ab. Wenn Sie die Antworten sehen wollen und noch viel mehr Interessantes, dann zeige ich Ihnen das nicht hier auf dem Zensurkanal, denn YouTube zensiert massiv, sondern ich zeige Ihnen das auf freien Kanälen, die ich Ihnen sehr empfehle, auf Rumble und auf Odyssey. Dort finden Sie mein aktuelles Video aus der Bundespressekonferenz. Ich weiß, für manche ist es schwierig und gerade das Abonnieren, wer nicht so technikversiert ist, der tut sich damit oft nicht so leicht. Aber ich habe die Links hier direkt in der Beschreibung. Sie müssen gar nichts abonnieren. Sie müssen nur einmal unten auf einen der beiden Videolinks klicken. Und ich denke, das kann man machen für die Meinungsfreiheit und dafür, um hier einfach einmal YouTube zu zeigen, dass es mit dieser Zensurpolitik nicht durchgeht. Ein großes Dankeschön an Sie. Es hat mich völlig umgehauen, allein auf Rumble, das Video, das ich vorgestern dort eingestellt habe von der Bundespressekonferenz, auf dem Ersatzkanal über 100.000 Mal geklickt. Und da muss ich sagen, danke, danke, danke. Sie, ihr seid ein tolles Publikum und dass Sie, ihr da mitgehen, das macht mich sprachlos und das ist auch ein Zeichen an YouTube. Ich weiß im Moment, diese 100.000 tun noch nicht weh. Aber wenn das Schule macht, wenn es sich weiter so verbreitet, dann wird es YouTube irgendwann wehtun. Und ein ganz toller Leser, der hat mir eine unglaubliche Geschichte geschrieben. Ich konnte es zuerst gar nicht glauben, da werde ich auch einen Artikel darüber machen. Also meine Videos werden gelöscht, RT wird völlig gelöscht, ganz viele kritische Stimmen werden gelöscht und gleichzeitig NS-Propaganda, übelste nationalsozialistische Propaganda. Der Film Der Jud Süß, den findet man auf YouTube, der wird nicht gelöscht, ist immer wieder zu finden. Ich konnte es nicht glauben, habe den Leser gebeten, mir den Link zu schicken und es gibt es tatsächlich. Was ist das für ein Konzern, YouTube, wo man übelste NS-Propaganda, die auf unsägliche Weise Judenhass schürt, zeigt, nicht löscht und Videos von mir löscht und von vielen anderen löscht, weil sie die Regierung kritisieren? Das ist zum Fremdschämen. Es ist unsäglich. Aber jetzt mache ich Schluss. Nichts mehr hier bei den Zensoren. Bitte anklicken unten und ich habe diesmal auch einen wunderschönen Witz wieder im Backstage. Alles Gute, danke, ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster.